Apartment in Barcelona. Wenn man hier reinkommt durch die Tür, ist man direkt in der wunderschönen Küche. Ich liebe diese grünen Fliesen. Wir haben hier super viel Stauraum, der aber sehr weit oben ist. Also ganz oben können wir leider nicht benutzen. Aber hier kann man auf jeden Fall sehr viel verstauen. Es ist alles da, was man braucht. Sogar einen Backofen. Und die Küchenarmatur, oder was nennt man das so? Die Arbeitsplatte. Die Arbeitsplatte ist passend zu den schönen Fliesen. Genau. Der Boden ist mein Highlight in dieser Wohnung. Er ist super schön. Und alt. Genau. Das war's, ne Spaß. Auf jeden Fall gehen wir dann zu meiner Linken in den Schlafbereich. Kann man hier die Tür zumachen, die wurde heute repariert, aber ich mache es jetzt nicht, weil wir hier unsere Treppe haben, damit wir hier oben dran kommen, damit wir auf die verschiedensten Ebenen hier kommen. Eigentlich benutzen wir das nur als Ablagestuhl, jeder hat doch diesen einen Kleiderstuhl, bei dem man eigentlich nur alles drauf wirft und das ist unsere, wenn wir abends uns umziehen und keinen Bock haben aufzuräumen, dann wird da alles draufgeschmissen. Wenn man jetzt hier lang geht, so schön können wir das Bett nicht machen. Hier war gerade die Putzfrau da. Das ist ein sehr großes Privileg, dass wir hier eine Putzfrau, einmal in der Woche kommt hier eine Putzfrau. Also das ist wirklich super. Und die hat gerade unser Bett gewechselt. Und ich habe gleich wieder Sand verteilt. Wegen meinen Schuhen, weil wir kommen gerade vom Strand. Was gibt's hier noch zu sehen im Schlafzimmer? Also, hier ist unsere Büchersammlung. Hier ist unser erstes Fenster. Hallo Welt. Hallo Barcelona. Zu. Ich liebe wirklich das Design von diesen Fenstern mit dem Holz und dass sie so groß sind und so hoch. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Die Rollos können ein bisschen praktischer sein. Die machen so ein Drittel des Fensters aus, wenn man sie hoch macht. Da finde ich, geht ein bisschen an Licht verloren. Wenn man dann nach da schwenkt, Kameramann Sebastian, aka Sebastian, mein Freund, danke an dieser Stelle, sieht man hier die ganzen Jacken und unsere liebsten Stücke, die wir haben. Und hier oben hat Sebastian noch seinen Schrank eingerichtet. Dürfen wir da mal reingucken? Ja. Oh, das hat er aber schön gemacht. Ja. Und ich finde auch die Belichtung hinter dem Apartment super. Wir sind nämlich auf dem ersten Stock, was eigentlich eher ein Nachteil ist. Aber einmal am Tag oder zweimal kommt so ein bisschen die Sonne rein und es ist super hell wegen den vielen Fenstern. Aber es ist auch super schön belichtet. Also hier ist es auf jeden Fall hell genug zum Arbeiten, zum Fotografieren, zum Filmen. Also es ist echt ein super schönes Apartment. Auch ein großes Highlight für uns sind die Decken. Die sind ganz typisch in Barcelona. So freigelegte Backsteindecken. Und ja, super hohe Decken. Es ist schwer hier zu heizen. Also es wird schnell kalt, vor allem abends und nachts. Aber die Decken machen das natürlich weg. Also die Wohnung wird sehr viel größer, als sie eigentlich ist, weil eigentlich ist es nur ein großer Raum. Aber es ist trotzdem wunderschön. Dann gehen wir hier in unseren Essbereich. Romantisch. Wo ist ein Feuerzeug für die romantische Stimmung? Hier wird gegessen, Frühstück, Mittag, Abendessen und auch gearbeitet. Ich sitze hier sehr nie. Gut gearbeitet. Ich sitze hier nie, Sebastian sitzt hier immer, also ich sitze hier zum Essen, aber nicht zum Arbeiten. Sebastian sitzt hier immer, ich bevorzuge die Couch zum Arbeiten, auch wenn sich das komisch anhört, aber ich mag es nicht so sehr, an Tischen zu arbeiten. So, weiter geht's, schön sieht mein Laptop hier trotzdem aus. Hier haben wir die Balkontür ganz toll zugestellt. Das machen wir mit Absicht. Aber eigentlich steht der ein bisschen weiter nach da, damit man hier die Tür noch aufkriegt. Man muss auch mal auf die Details achten hier.
Wie schön ist denn diese Armatur? Es ist alles sehr rustikal, aber super schön. Und dann kommt man hier raus. Wir dachten eigentlich nicht, dass wir Balkone hätten, sondern wir dachten, wir hätten nur so kleine französische Balkone, wo man nur die Tür aufmacht und sich sozusagen rauslehnen kann. Aber tatsächlich haben wir zwei relativ große Balkone, was super schön ist. Kommt mal mit. Hier wird gelesen, gearbeitet, gequatscht und geraucht von mir. Kommt wieder mit rein. Dann kommen wir weiter in unser Wohnzimmer. Hier sieht man erstmal unsere schöne spirituelle Ecke. Kommen Sie näher. Hier wird entspannt, meditiert, Yoga gemacht. Aber was hier natürlich am meisten gemacht wird, ist The Office und Blacklist geschaut. Bei unserem schönen Flat Screen. Wir sind wirklich dankbar für diesen Fernseher. Er ist ein bisschen nah an der Couch. Da kriegt man schnell viereckige Augen, wenn man hier so sitzt, jeden Abend. Denn wir sind super süchtig nach Blacklist. Warum ist hier so ein Kratzer? Das muss ich mal fotografieren, das war nicht hier. Guck mal, siehst du das? Ja. Hier haben wir auch super viel Staufläche, die wir ganz super nutzen. Hä, hier oben könnten wir doch das Essen reinmachen, wie dumm sind wir? Ja, ein Glück machen wir diese Tour. Hier ist mein Kleiderschrank, also mit da drüben. Und hier haben wir alles Essen reingestopft. Und ich musste hier. Wir mögen keine Chips. Vor allem keine Pringles. Und wir hätten ja eigentlich auch diesen Raum hier nutzen können. Das machen wir dann später. Danke dafür. Ist unsere Krimskrams-Schublade rein und weg damit, ne? Man kennt's. Weiter geht's. Hier haben wir den zweiten Balkon. Und da geht man raus. Genau gleich wie der andere, bloß ohne Sonne leider. Aber hier hat man auch einen schönen Blick auf Barcelona. Auch den Besen, den brauchen wir sehr oft, weil wir oft vom Strand kommen und unsere Wohnung dann wie ein Strand auch aussieht. Da ist unsere Yogamatte, unsere schöne Lampe, die mich ein bisschen an die Pixar-Lampe erinnert, ne? Die da so rumspringt. Zack, zack, so eine haben wir hier in schwarz und mein Stativ und Kabelgedöns, super. Weiter geht's hier lang, dann mache ich noch das Licht an, energiesparend, haben wir natürlich nicht an vorher. Hier ist sozusagen die Bad-Area, ist irgendwie klein, aber irgendwie reicht's auch einfach. Ist wieder so schön mit den Details hier, mit den Fliesen, passend zur Küche. Hier werden auch viele Bilder gemacht. Ja, hier an dieser genau Stelle. Ja. Und wenn man dann hier aufmacht, dann kommt man hier ins Bad. Klein, aber fein. Trotzdem eine super große Dusche. Ich denke, das war's. Wir erzählen jetzt gleich noch ein bisschen was über die Wohnung, Kosten, wie wir sie gefunden haben und wie wir sie so finden. Bitte, bitte. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt sitzen wir hier, hallo. Jetzt sieht man den Sebastian auch. Und ich hoffe, euch hat die ein wenig lustig, natürlich ist es auch sarkastisch gemeint, diese Roomtour gefallen. Ich hatte richtig Spaß, also wenn ich nicht hier wohnen würde, ich glaube, ich würde sie nehmen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Aber jetzt kommen ein paar Details noch zur Wohnung. Wir wohnen in Barceloneta, dem südlichsten Stadtteil. Ja, schönsten Stadtteil kann man auch sagen, der direkt am Meer ist. Man läuft 5 Minuten zum Strand. Das wussten wir davor. Ja, wir haben es gesehen, aber wussten nicht, dass es so ein Riesending für uns ist. Wir laufen halt echt jeden Tag zum Sonnenaufgang, mittags und abends nochmal zum Strand, weil es halt einfach direkt um die Ecke ist.
Super inspirierender Stadtteil, richtig viele Leute, die irgendwie Sport machen, Skateboarden, Inliner fahren, joggen gehen. Es gibt auch so am Strand gibt es so eine Workout-Area. Ja, und auch eine Beach-Volleyball-Area oder ganz Jeden viele Tag Leute. spielen unendlich viele Leute Volleyball. Ich war sogar schon baden, Sebastian noch nicht. Mal sehen, es wird noch. Aber das Ja. Meer ist halt, also das Meer ist schon kalt, es ist immer noch Januar. Stadtteil La Barceloneta kann man wirklich sehr empfehlen. Super viele schöne Restaurants, Cafés und es ist wirklich nicht so teuer, wie man denkt. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch an der Off-Season liegt. Also jetzt das Apartment ist teuer, da kommen wir gleich noch dazu. Aber so ein Kaffee oder Ja, ein das geht echt. veganes Bananenbrot oder einfach halt auch Supermarktmärkte in der Nähe. Wir sind 50 Meter gefühlt oder 100 Meter von dem nächsten Lidl entfernt. Es gibt Lidl in Spanien, für die, Ja, die es noch nicht genau. wussten. Da gibt es auch alle veganen Produkte. Also das ist echt super convenient. Auch nicht weit von der Altstadt entfernt und von der Innenstadt. Da brauchen wir vielleicht so 10 Minuten zu Fuß hin. Also für uns ungelogen perfekte Lage. Abends, also und nachts ist es echt gut ruhig. Also Es am sei denn, die Müllabfuhr kommt. Die fährt nämlich Nachts. einmal pro Tag um 0 Uhr oder so, fährt die vorbei und sammelt den Müll ein. Ja, das ist nicht so praktisch. Aber dafür ist es hier auch super sauber. Es wird hier einmal am Tag so mit Wasser tatsächlich die Straße geputzt oder teilweise sogar zweimal am Tag. Also echt ein super schöner Stadtteil. So, das zweite, wir haben das Apartment auf Airbnb gefunden. Es war Nach mit tatsächlich, viel Mühe. ja, tatsächlich ziemlich kurzfristig. Also wir haben 1,5 Wochen oder 2 Wochen vorher gebucht. Also es war echt dumm. Einfach, aber jetzt haben wir auch das Glück gehabt. Also wir hätten wahrscheinlich sonst den Stadtteil nicht ausgesucht, wenn es nicht so kurzfristig gewesen wäre. Und es ist ziemlich teuer. Also gerade deshalb, weil wir so kurzfristig gebucht haben, haben wir halt nichts Billigeres mehr Hier gefunden. zahlt man jetzt pro Nacht, glaube ich, 60 Euro. Ja. Durch zwei ist natürlich immer noch mal gut, dass wir uns das teilen können, aber es ist schon Brocken, Also ich muss glaube, wir man zahlen sagen. 800 oder 900 € pro Person pro Monat. Und es ist schon ziemlich viel. Ich meine, also wir haben Erspartes, wir kriegen BAföG und wir arbeiten auch täglich, um uns das leisten zu können. Aber trotzdem ist es natürlich nicht umsonst und mehr, als wir in Rom gezahlt haben. Obwohl in Rom haben wir, glaube ich, 750 pro Person gezahlt. Nee, ich glaube Doch, nicht so viel. 1.500 im Monat. 1400, Ah, okay, also 600, 700, sieben. 700 Quick pro Maths. Person. Und da hatten wir keine eigene Küche, also da hatten wir ein eigenes Bad und ein eigenes Schlafzimmer und einen kleinen Balkon. Das war auch super schön, aber es war auch schon teuer. Also. Ich bin der Geizigere von uns beiden und am Anfang hatte ich echt Schwierigkeiten damit, mich damit anzufreunden, dass ich halt so das Doppelte pro Monat jetzt ausgebe, was ich in Deutschland für ein WG-Zimmer zahlen würde. Aber ja, es ist halt in Barcelona, es ist eine schöne Wohnung mit viel Licht und so, eigentlich alles, was wir wollten. Wir haben uns, Sogar bevor wir eine hierher sind, Waschmaschine. ja, wir Das haben habe ich uns, gar nicht bevor gezeigt. wir hierher sind, Gedanken darüber gemacht, was wir gerne hätten, was wir in Rom nicht hatten. Und es ist alles hier. Und jetzt mit der Zeit habe ich mir auch, also es ist so in Ordnung. Ja. Ja, weil man muss halt einfach für Dinge, die man möchte, muss man halt einfach ein bisschen was zahlen. Wir haben auch gesprochen, ob wir vielleicht noch länger bleiben als die 2 Monate. Also wir planen jetzt hier 2,5 Monate, 2 Monate zu bleiben. Bisher, ja. Bisher und uns gefällt aber Barcelona so arg. Also einfach die Lebensqualität, Oh, dass die man, Sonne, ja, also wow. die ist so schön und jeden Tag eigentlich. Nie wieder ein Winter in Deutschland, Ja, ungelogen. echt so. Dann, falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, diese Art der Apartment-Tour hat euch gefallen. Auch, dass wir noch ein bisschen gequatscht haben am Ende. Und dann lasst gerne ein Like, einen Kommentar oder am liebsten auch ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!